Chat, unsere Runden sind aber heute wirklich nicht so lang. Warum muss ich denn jetzt noch darauf warten, dass Shushu kommt? Warum macht er mich denn nicht vorher weg? Oh. Ich habe kein Schild mehr. Moment, wie hat sich das geändert? What the fuck? Was ist passiert? Das tut mir so leid, dass ich so früh sagen sollte, dass ich auf Judy wollte. Das war ein bisschen dumm. Da hat jemand mit sehr viel Fashion Sense einfach auf dem Boden liegen lassen. Links beim Reactor. Die auf die Fußspuren gesehen, so, also. Weiß ja, das ist Pink, war da. Das war gerade live, nein. Hunger ist tot. Electrical, maybe? Ja. Wir haben hier Rollen dabei für Imposter. Also Imposter sind auf jeden Fall entweder Morphling, der kann die Identität eines anderen Spielers annehmen für eine gewisse Zeit. Der hat einen extra Button, der heißt Scan. Der steht neben Kill. Also mit Scan kannst du erst eine Identität sozusagen kopieren, aber dann du verwandelst dich nicht direkt. Wenn du den Button dann nochmal drückst, Morph, dann verwandelst du dich erst. Also es ist relativ offensichtlich, wenn ihr es seht. Ihr seht auch, wie lange ihr noch verwandelt seid. Also das solltet ihr so ein bisschen nutzen. Der andere Imposter wird Camouflager sein. Der hat 30 Sekunden Cooldown oder 25 Sekunden Cooldown. Und dann werden alle Charakter kurzzeitig grau für 10 Sekunden. Die Mods, die Spieler werden natürlich nicht irgendwie die Position getauscht. Also ihr könnt immer noch sehen, wer das wahrscheinlich ist, weil er ja neben euch hergelaufen ist. Aber 10 Sekunden lang seht ihr keine Farben. Das sind die beiden neuen Imposter. Cool. Nein! Oh nein, nein. Hä? Nee, Aurel ist mit Yannick kappelt. Yannick war gerade unten an O2 und Aurel ist gerade hochgelaufen. Ich glaube, das war nur Aurel dann gesehen. Und dann habe ich genau vor mir umgefallen. Alter, ist ja voll. Alter. Was ist, Pato? Und dann habe ich geschossen. Wen du reportet hast. Aurel. Warum hast du Caruso vor meinen Augen weggemacht? Oh mein Gott. Okay. Jetzt ja, Aktion. Okay, ich dachte, eventuell war es ein Sheriff, also war Caruso Sheriff und hat auf Baso geschossen und ist einfach umgefallen. Also ich war mit Baso, Caruso und Weapons, bin rausgelaufen, hab einen Report-Bot bekommen, denk mir so, hä, what the fuck, dreh um, Baso steht auf der Leiche von Caruso. Jetzt gehe ich davon aus, dass er... hat er dich abgeschossen? Vielleicht? Nee, nein! Ich war schon lange draußen. Das Problem ist, er kriegt eine Kill-Animation, das heißt, er weiß, wenn ich ihn... Er weiß, wenn ich stibitze, oder? Nee, weiß er gar nicht. Das heißt, er macht was. Er ist nicht Joker. Was bist du denn? Oh. One for one. Hier kriegst du ein Schild. Hallihallo. Hallo. 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 Hey. Wo seid ihr denn gerade alle? Ich bin in Specimen. Wurde gerade bespannt auf Metzger. Kann das wer bezeugen? Ich bin ganz unten bei diesen, wie heißen die? Hab dich komplett ausgezogen. Du hast wirklich ausgezogen, ja? Das gefällt mir gar nicht. Achso, nee, Caruso nicht leid, verletzt ihn gerade nicht. Ich wollte sagen, ihr könnt zurückgehen und sagen, muss Caruso nicht leid tun. Gestorben, aber er ist das erste Lab gewesen. Da habe ich gedacht, ich gehe jetzt in Lab rein, um ihn zu suchen, habe ihn nicht gefunden. Aber das ist dann schon das Beste gewesen. Ja, ich bin im Lab. Ich habe gerade meine Probe. Du warst bis am Ende nicht mehr im Lab. Du warst im Lab. Doch. Ich bin im Lab. Nee, das stimmt nicht. Timmit, warst du das? Warst du der Mörder? Ja, aber die Sache ist... Shorty, ihr wart an Lifeline, ich war an Admin-Table und es musste mir sein. Es könnte auch Caruso sein, der so tut, als wäre es bei. Hast du jetzt gebuzzert richtig. Oder hast du ihn gefunden? Ich habe ihn reportet ins Specimen. Ah, okay. Wir müssen theoretisch nicht voten. Nicht? Ja, hier ist auch keiner. Jo. Timmit? Da hat jemand schon wieder Timmit gemorpht. Okay, ich kann euch sagen, wo die Leute. Ich kann euch sagen, wo rechts alle Leute waren. Hä? Chantal war Nee, Shorty hat doch zweimal jetzt. Aber ich hab das doch auch gesehen. Ja, also ja. ich.
Natürlich, also ganz kurz, warte, ich wollte noch kurz meine Theorie sagen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass Vlesk und Timid vielleicht ein Lava-Couple sind. Timid ist einer von beiden. Also Timid ist der Mörder und Vlesk ist dieser Nutzlose, der Liebe verteilt, aber nicht. Liebe ist nicht nutzlos. Kann sein, rein theoretisch, ja. Und zweitens sagt Vlesk auch nicht zu Timid. Das von einem Morphling verändert? Nee. Nein, ich hab's auf jeden Fall gesehen, genau. Parzival. Woher wie sieht er das? Gibt es zwei Leute? Ich hab's gesehen! Du hast einfach Shoujo gefickt! Oh, Mom! Wo liegt der Bani? Oh mein Gott! Was? Ich hab auch gesehen, der kam unten aus Specimen raus. Ja, was für mich so verwirrend ist, bevor. Das Child ist einfach kleiner als alle anderen, also ist wirklich so ein Kind, ist 100% Crewmate, sieht auch jeder, darf nicht getötet werden, sonst haben die Imposter direkt verloren, darf nicht rausgevotet werden, sonst haben alle direkt verloren, wird aber irgendwann erwachsen. Und wenn es erwachsen ist, dann darf es umgebracht werden und alle. Also im Endeffekt wollen wir jetzt zur Schlachtbank oder da. Ja. Naja, aber am Anfang kann er halt machen, was er will. Er kann halt umgucken. So sah es bei mir aus. Dann bin ich wieder reingelaufen und du standst auf der Leiche drauf. Also wir haben einen Fall, ein geschlossener Raum mit drei Leuten. Einer ist tot, die anderen beiden sagen... Wisst ihr, was das Schlimmste daran ist? Nee, Caruso war wahrscheinlich wirklich Sheriff, weil ich nicht glaube, also da musst du schon ganz dicke Eier haben, damit du einfach wegmachst. Du hättest ja auch eigentlich als Imposter da nicht gekillt vor mir. Das macht ja gar keinen Sinn. Warum würde er auf Baso schießen? Also wenn er weil das Hass auf mich war halt. Caruso. Soll ich da hinkommen, damit du mich hier besser töten kannst? Das ist er. Ding und so entdeckt. Also es haben schon mehr Leute aus meiner Schulzeit entdeckt, dass ich auf Twitch streame. Bauschum ist nicht der die Erste. Warum sollte er jetzt sagen, er hat niemand Schild? Dann würde er zumindest meine Schwester war in der Klasse wie du und hat ein Video dazu geschnitten. No one. Okay, also quasi detekten, dass jemand ihn angreift und damit ist seine für mich war Timid bisher der seine Schwester Bianca? Aber ja, dann wollten wir doch einfach Shorty, oder? Warte mal. Warum würdest du als Medic kein ganzes Schild?